Ja, Trainer, Hinspiel für schwache Nerven, glaube ich, heute, ne? Wir wollen doch alle Emotionen und wir wollen alle, dass man bis zum Schluss kämpft. Das haben wir gemacht. Über das Spiel kann man reden. Das ist, mit dem Spiel kann ich nicht zufrieden sein, will ich auch nicht mehr zufrieden sein. Weil wir einfach auf den Punkt gebracht zu behäbig und zu langsam gespielt. Hängt das ein bisschen auch mit Steins Fehlen zusammen, von hinten heraus? Wenn ich jetzt sage, vor dem Spiel schon Stein fehlt, ist nicht ersetzbar, wenn ich das jetzt nach dem Spiel sage. Fakt ist, dass Stein eine wichtige Rolle für diese Mannschaft hat, wie andere Spieler auch. Aber Stein, gerade in der Konstellation mit den zwei Siegen, so wie Lotte spielt, brauchst du natürlich einen Angribler hin, der von hinten ein schnelleres Aufbauspiel hat. Da müssen wir uns einfach sagen, dass das Aufbauspiel heute von beiden den Verteidigern zu langsam war. Die Einwechslungen haben am Ende was gebracht, wenn man sieht, dass Geisler dann doch das entscheidende Tor macht, was dann zum Punktgewinn führt. Ja gut, heute haben wir uns für die anderen entschieden und jetzt ist es wieder aufgegangen. Trotzdem hätte ich mir von der Startformation ein bisschen mehr erwartet, speziell in der ersten Halbzeit, also auch vorne. Also fand ich das sehr dünne, wie wir uns da im, wie beide Stürmer sich bewegt haben, wie sie sich reingehauen haben. Das war heute, das war ein bisschen dünner. Das kommt vor und sowieso dann, wenn du so einen langsamen und behäbigen Spielaufbau hast, wie wir dann heute. Den Spielaufbau hatten wir eigentlich dann, wo ich weitlich nach hinten reingezogen habe in eine Dreierkette. Der ist dann in der Dribbling an. So war es eigentlich auch vor dem Spiel besprochen. Weil sie warten darauf, dass du langsam aufwirst und dann laufen sie aggressiv an. Und es war auch klar, das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes. Aber ich glaube, dass nach 60 Minuten, wenn das Spiel 0-0 steht, der Sieger dann auch Cottbus ist. Das war eigentlich auch die Vorbereitung, weil in allen Beobachtungen das so aufgekommen ist. Und deswegen wollten wir ein bisschen, nicht zurückhalten, aber sehr gut organisiert, nicht ausgekontert werden. Aber wir haben es dann in der ersten Halbzeit und in der Anfang der zweiten Halbzeit richtig schlecht gemacht. Erstmalig habe ich das erlebt in diesem Stadion, dass die Nordwand dem Schiedsrichtergespann applaudiert hat. Schließen Sie sich diesem Urteil an? Also ich kann nicht feststellen, dass sie einen Fehler gemacht hat. Sie gibt zwei Elfmeter für den Gegner, die berechtigt sind. Und damit ist ja ihre Leistung schon bestätigt. Ich glaube, dass sie eine gute Führung hatte für das erste Spiel. Auch Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen brauchen ja dann Rhythmus. Und von daher hat sie dann in ihrer Art auch Ruhe reingebracht, dass hinter Emotionen hochkommen gegen den Torwart, weil der dann ein bisschen verzögert oder so. Würden wir ja auswärts machen, weil ja letzte Woche in Kaiserslautern nicht anders. Entscheidend ist ja, dass nach dem Spiel sich alle da die Hand gegeben haben, Shake Hand. Und ich denke dann auch mit dem 2-2, natürlich wenn du 2-0 ausfällst, bist du mit dem 2-2 nicht zufrieden, aber wie dann Energie alles rausbauen hat. Will ich jetzt nicht sagen von verdienten Punkten, aber zumindest hat die Mannschaft dann die Leidenschaft gezeigt, die man dann aber auch zeigen sollte. Und du darfst aber trotzdem auf dem Niveau nicht solche Fehler machen. Wir haben heute wieder Fehler gemacht, die wir nicht machen dürfen. Aber soll ich jetzt einen 19-Jährigen am Pranger stellen? Soll ich jetzt einen 19-Jährigen sagen, pass mal auf, in der Situation, ich werde Ihnen sagen, was man verändern sollte, aber ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Weil andere natürlich auch nicht ihre Form hatten, weil ich fand, dass wir nochmal im Sturm heute nicht stattgefunden haben. Und wenn dann solche Spieler wie Rangelhoff und Scheidauer hat dann hinterher nochmal alles rausgehauen mit Emotionen, aber so lange brauchen, um mal ins Spiel anzukommen, dann kannst du noch froh sein, dass du 2-2 spielst. Wir sind alle froh. Dankeschön.